Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles dabei, um den Scannerraum zu bauen. Und um, ja, das Solarmodul zu bauen. Sonst funktioniert der nämlich nicht. Oh, dann brauche ich hier noch ein HUD. Ach, komm jetzt. Nicht dein Ernst. Das habe ich noch gar nicht gefunden, oder? Das HUD. Das habe ich noch nicht gefunden. Modifizierungsstation. Ist es nicht drin? Fahrzeugerweiterung. Da ist es nicht mit drin. Ja, das ist ja super doof. Stirnlampe hätte ich. Das bringt ja jetzt überhaupt gar nichts, wenn ich einen Scannerraum baue, oder? Nee, irgendwie nicht. Essen und Trinken, Ausrüstung. Da müsste es mit drin stehen, oder? Oder bei Werkzeuge. Ja, wir haben es noch nicht gefunden. Das ist jetzt echt bitter. Naja, egal. Wir bauen den fertig. Irgendwann werden wir schon alles finden, was wir dazu brauchen. Irgendwann mal. Ja, da war ich wieder einen Schritt zu weit. Ein Schritt? Mehrere. Mist. Nicht jetzt. Ist ja jetzt nicht wahr. Was machen wir dann? Wir können das ausprobieren, aber wird nicht viel bringen, weil da unten gibt es ja wahrscheinlich auch wenig Licht, dass unser Solarmodul funktioniert. Ach, so ein Müll. Obwohl, hier ist einigermaßen hell. Auch nur einigermaßen. Komm schon. Geh dahin. Ich will das Licht noch ausnutzen. Da ist doch unser Scannerraum. Okay. Was? Wir brauchen eine Luke. Oder das brauchen wir als erstes. Wo ist das? Solarmodul. Solarmodul kommt da drauf. Geht ja nicht. Erst den fertig bauen, ne? Okay, kriege ich jetzt hier ein Solarmodul drauf. Gut. Hat funktioniert. Und jetzt brauchen wir noch einen Einstieg, sonst kommen wir ja da nicht hin. Ne? So. Naja, immerhin. Wenn wir jetzt scannen nach... Was kann ich denn hier bauen? Fabrikator, keine Energie. Wieso nicht? 0,75. Ist schon dunkel. Mist. Und hier? Gibt's Nickel hier? Gibt's hier Nickel? Galerit. Kalkstein. Okay. Lithium. Nickelerz. Sehr schön. Und vielleicht noch Magmatit? Nee. Aber das wird uns ja sowieso nichts bringen, oder? Nickelerz. Gen läuft. Was sehe ich denn hier? Ja. Irgendwie so raus und dann unter uns. Erstmal hier eine Batterie machen. Hier eine Batterie rennen wir dann raus und dann unter uns. Nickel. Also es gibt hier Nickel. Dachte mir das schon, dass es hier irgendwo Nickel gibt. Aber das Zeug ist so klein, das findet man gar nicht. Ja,
Nickel, Nickel, Nickel. Ja, und ohne das Ding, das HUD, das ist auch schwierig zu finden. Als wird einem ja nicht angezeigt auf der Karte. Nur, dass es hier was gibt. Aber nicht wo. Da hast du einen Nickel dabei. Hallo, gib mir doch bitte mal einen Nickel. Oder zwei. Zwei Nickel brauche ich. Nee, ich brauche sogar drei Nickel. Ach du lieber Gott. Ach Mensch. Ja, dann werden wir wohl diese Dinger da. Der Bauer-Artefakte werden wir wohl untersuchen müssen. Geht das? Oder sterbe ich jetzt? Warum nehme ich eigentlich nicht die Seebahn mit? Wäre wohl schlauer. Hier an den, hier an den Wänden. Da war immer Essen. Hier ist immer so winzig kleine Teile. Das ist dann Nickel. Ja. Aber gut, wir wissen, dass es hier Nickel gibt. Das ist alles viel zu groß. Viel zu groß. Tja, dieses HUD, ne? 100 Meter. Nein! Da wollte ich gar nicht drauf drücken. Das ist jetzt egal. Frage ist, haben wir das schon gefunden? Oder nicht? Bauerartefakt. Kann alles sein. Ach, Junge! Geh weg! Geh weg! Verschwinde! Kann dich auch blitzdingsen. Meter. Erbauer Artefakt. Wie ein erloschener Vulkan. Sind wir so weit weg? Von zu Hause? Echt jetzt? Oh, Tatsache. Tatsache. Was gibt's hier Schönes? Ich glaube nichts, was wir gebrauchen können, oder? Ja, ja. Useful information. Das sagt er immer. Ja. The image is hazy, but I am sure it is correct. A stark surface landscape. Dangerously cold. Oh. Curved spires stretch to the sky. Was kriegen wir denn, wenn wir den scannen? Bodenprobensammler. Nix bekommen wir. Überhaupt nix. Ihr Nickel? Ah, Diamant. Wie wenig ich mich jetzt auf Diamanten freue. Ich würde mich auf Nickel freuen. Aber trotzdem. Wird alles mitgenommen. Man könnte ja hier runtertauchen, aber das sieht mir mordsmäßig gefährlich aus. Ja, ja. Ja, ja. Irgendwo gibt es auch noch einen verstärkten Taucheranzug. Aber ja, das sind Diamanten noch, ne? Aber ich lasse das sein. Lass es einfach sein. Diamanten gibt es auch woanders. Nicht ganz so gefährlich ist. So, sollen wir das anlassen? Ich muss dann jetzt die Markierung hin? Wo ist sie denn hin? Oh, er ist schon wieder am Quatschen. Like forgetting someone's birthday? I don't know. It just happens.
When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... Warte mal, kann ich die nicht, das ist ja das Erbauer-Artefakt. I will swim us both into the mouth of a Leviathan. Is that sarcasm? Wenn ich das jetzt... How inefficient. Wo ist es? Da. Wegpunkte. Erbauer-Artefakt. PK8. PK8, das machen wir mal in Rot. Rot haben wir gemacht. Die beiden noch nicht, ne? So kann ich mir das doch merken. On a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process. Die am Labern sind, dann sieht man einfach nichts mehr. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. Dann schauen wir uns das auch noch an. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others? Was hat er jetzt davon? Mich angreifen, ich glaube, es hackt. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. 800 Meter. Was in die Tiefe? Da kommen wir ja nie hin. Ach nee. Ach nee. Nee, jetzt habe ich schon wieder keine Boje mit. Ach, das ist doch... Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? War ich jetzt nicht wahr? Ach, hier ist ein kleines Wrack. Okay. Wir sehen uns das an. Wir sehen uns das an, wenn wir einen Eingang finden. Sollte es hier einen Eingang geben, gehen wir da rein. Oh, sieht schlecht aus. Ah ne, da ist eine Öffnung. Da ist eine Öffnung. Okidoki. So, Schrott einsammeln. Machen wir das? Nee. Schrott wird keiner angesammelt. Batterie. Komm hier. Kupferdraht. Komm, ich brauche Licht. Okay. Was ist da drin? Oh. Ach ja, Laserschneider. Den habe ich ja noch nicht. Was ist das? Music Disc. Jo, warum nicht? Sonst noch irgendwas? Ohne Fahrschein hier? Ja, das Ding. Oh, das kann ich ja nicht aufmachen, weil mir der Laserschneider fehlt. Ja. Ich glaube, das war's hier. Schade. Echt schade. Das ist noch eine Kiste. Kann ich die denn übersehen? Mit Laserschneider öffnen. Deshalb habe ich die wahrscheinlich unbewusst übersehen. Hier oben denn durch? Irgendwo? Nö. 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 Das hier? Auch nicht. Ja, dann war's das. Schade. Ich brauche diesen HUD. Ja, Energieversorgung wiederhergestellt. Ich weiß es. Aber was tun wir jetzt? Wo gehen wir denn hin? Wir machen mal was ganz Komisches. Also wir haben doch jetzt... Den wollte ich gucken, ne? War doch der. Ja, das war der. Irgendwo müssen wir ja unsere Sachen herbekommen. Meter. Ja, komm nur näher, Junge. Komm nur näher. Fahr dich um.
400 Meter. Wo soll das denn sein? So. 300 Meter. Jetzt bin ich verwirrt. Wir sind doch jetzt hier. Muss ich hier irgendwo runtertauchen? Geht's hier irgendwo runter? Nee. Aber dann müssten wir auf die andere Seite der Insel, oder wie sehe ich das jetzt? Bin ich auch noch nie durchgefahren. Sind wir noch an unserer ersten Insel? Was ist das aber? Oh, oh, oh. Da ist es. 329 Meter. So. Okay. 340 Meter. Ja, geht's wohl ein Stück runter. 288 Meter. Ja, das ist ja wohl... Nee, 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 nee. Das kann nicht richtig sein. Das kann niemals richtig sein. 274 Meter. Aber... Moment. Wo war das denn? XJ... Noch was. Hatte ich das Falsche rausgemacht? Hä? X3. Warte, X3. Nee, dann X3 ist klar. Das war am Materiallager, oder? Ja. Oh, ich stecke fest. X3 war am Materiallager. Bin ich mir ziemlich sicher. Machen wir dann mal eine andere Farbe. X3. Was ist? Was ist? Was ist? X3. Ja, das müsste es sein. X3 machen wir dann, was weiß ich. Auch rot. Wenn wir das schon gefunden haben. Okay, machen wir. X3 wird rot. So, haben wir gefunden. Aber was jetzt mit dem anderen? Geh weg. Da. Schluss mit lustig. Ja. Das Ding da. Wo soll denn das sein? Wo ist es hin? Wo ist es hin? 360 Meter. Ja, aber... Wo? Junge. 340 Meter. Ja, ist schon klar. Aua. 297 Meter. Ja, es wird immer wärmer. Aber trotzdem kommen wir da nicht hin. Wir kommen da nicht hin. Direkt unter uns irgendwo. Müssen wir vielleicht hier irgendwo in den Tunnel reinfahren. Wenn es denn einen Tunnel gibt. Fahren wir mal außen rum. Das müsste ja dann irgendwo tiefer sein. Irgendwo tiefer und dann... Nee, das ist es doch gar nicht.
Gleich ist mein Schiffchen kaputt. War das hier irgendwo? 330 Meter. Dann müsste man ja eigentlich hier runter irgendwo. Ach je. Möglicherweise. Aber sicher bin ich mir nicht. Was ist jetzt? 322 Meter. Ja, nee. Sieht nicht danach aus. Was willst du denn von mir? Geh weg. 246 Meter. Aber gleich sind wir ja auf der richtigen Spur. Wie sieht's denn aus? Oh. Glaube ich, sollte mich mal reparieren. Aber gut, wir werden das heute sowieso nicht mehr finden. Wir sehen uns morgen, wenn wir wieder auf der Suche sind nach dem Unmöglichen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.